Ja, na super. Ausweichkill, das war kein Ausweichkill. Das ist ein Ausweichkill, das muss ich echt noch ein bisschen üben, ne? Da wäre ich jetzt theoretisch auch der Meinung gewesen, da hätte ich eigentlich treffen müssen, aber habe ich nicht. Na super. Oh, wie viele von den Misttönen gibt es hier eigentlich? Also allmählich reicht es dann auch, oder? Da kommt noch einer. Scheiße. Zwei sogar. Drei noch. Oh Gott. Ich meine, ja, die ist ja so irgendwann auch klein, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Hi! Okay, komm, der Schuss war gut. Ich glaube, den einen haben wir erwischt. Den anderen erwischen wir jetzt. So, ist dann auch gut mal hier jetzt, oder? Boah, Alter. Und dann ist das auch noch alles voll. Noch 27 mal Heilung. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, wie war denn das jetzt? Ist das, war einmal heil ein Ding, oder? Ich hätte wahrscheinlich auch einfach abhauen können, oder? Mal gucken. Ja, ich habe gesehen, dass da eine Kletterwand war. Keine Angst. Ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt einfach hier dran gesprungen und hochgeklettert wäre, ohne die Rotwölfe oder wie die Dinger hießen, zu töten, ja? Hätte ich das geschafft? Nur mal so als Frage in den Raum gestellt, weil es würde mich schon interessieren. Ich sollte natürlich zwischendurch auch nach Fallen suchen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch irgendwelche Dokumente finden, weil uns in Kuvakyaku... Scheiße! Eben sage ich es noch, ne? Weil uns in Kuvakyaku auch noch so viele Dokumente fehlen einfach. Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch zwei. Du bist die Expertin. Stimmt. Ich bin die Expertin. War die Expertin. Wo hättest du denn da weitergegangen geworden wären? Oh, jetzt müssen wir uns den Dialog nochmal anhören, ne? Eigentlich wollte ich was trinken. Dann stehe ich nochmal kurz zur Seite. Ich kann ja trinken, während die nochmal reden hier. Scheiße! So, und los. Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch zwei. Du bist die Expertin. So. Ich glaube, da rechts, ne? Ja, da rechts hätte ich dran gekonnt.
Ja, die Kamera schwenkt ja auch so ein bisschen hin, aber ich tendiere natürlich dazu, bei sowas einfach gegenzusteuern. Und das ist an solchen Stellen dann natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Hier komme ich bestimmt hoch jetzt. Was haben wir denn hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, im Prinzip haben wir da gar nichts. Ein Hebel hier. Dann sind wir wieder beim Eingang, ne? Ja. Aber warum läuft das als komplett eigenständiges Gebiet mit Ladebildschirm? Das tun die anderen Krypten und Herausforderungsgräber nicht. Was ist da der Hintergrund? Ich mal etwas anders hin. Ich bin auch sehr gespannt, worauf das Ganze hier hinausläuft. Abgesehen davon, dass es offensichtlich darauf hinausläuft, dass wir 3 Steine sammeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Abby noch irgendwelche Probleme kriegt und wir die 3. Location dann letztendlich auch noch in Angriff nehmen müssen. Ich würde es aber auch akzeptieren, wenn es bei den 2 bleibt. Interessant auch, die Quest heißt Die Schmiede. Was für eine Schmiede? Was genau wird denn in dieser Schmiede geschmiedet? Ist das für uns vielleicht noch irgendwie von Nutzen? Ich hab ein Dings verschenkt, ne? So ein Behälter, glaube ich, jetzt beim 2. Mal nicht eingesammelt. Hier hat man doch jetzt irgendwo einen Monolithen, ne? Ein Herausforderungsgrab haben wir dann halt. Kein Herausforderungsgrab, aber eine Krypta haben wir dann halt ja auch noch. Keine Ahnung, was Lara da wieder macht. Halt dich dann einfach da fest und kletter da hoch und liest den scheiß Monolithen. Kann nicht so schwer sein. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich liege stumm, wo einst Pfeile flogen und bewache eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Ich liege stumm, wo einst... Pfeile flogen und bewache eine Tür, die sich... nicht mehr öffnet. Hier? Ich meine, ich bin happy, wenn ich das jetzt hier gefunden habe, aber ich verstehe den Hinweis nicht so ganz. War das jetzt nur... War das... Nein, es war ein... Ah, okay. Das war auch gar nicht... Ich laufe auch schon in die richtige Richtung jetzt, ja. Eine Tür, die sich nicht mehr öffnet. Ist das hier? Kann das da sein? Nee, das ist zu hoch, ne? Das ist zu weit.
Die Tür, die sich nicht mehr öffnet. Handgemeißelt auf der einen Seite. Zerstört auf der anderen. Definitiv ein Teil von etwas Größerem. Es kommt mir fast bekannt vor, aber ich frage mich... Hey, ja, ich bin jetzt... Bin jetzt schon ein bisschen interessiert. Obwohl, es liegt auf dem Weg. Wenn es liegt auf dem Weg, dann können wir auch erst zu Abby. Aber wir haben immer noch den... Monolithen nicht gelöst, ne? Die Steuerung ist teilweise aber auch echt ein bisschen anstrengend. Was, wo einst? Laura, ich glaube, ich habe hier einen dieser Steine. Ich habe die anderen. Was jetzt? Jetzt setzen wir sie zusammen. Mal sehen, was deine Großmutter dir mitteilen will. Pilar hat Oma besser gekannt als alle anderen. Wir treffen uns bei ihr. Jo, okay, cool. Können wir machen. Das ist die Tür, die sich nicht mehr öffnet. Warum ist das überhaupt da? Wo einst Pfeile flogen. Das ist... Das kann ich so überhaupt nicht zuordnen in diesem Areal hier. Das wird's nicht sein, das ist mir schon bewusst. Oder? Ne, es führt in die falsche Richtung. Einst Steine flogen. Stein sei schon Pfeile. Eine Tür. Die sich nicht mehr öffnet. Das könnte nützlich sein. Nehmen wir doch das da. War sogar noch was Interessantes dabei. So, dann jetzt zurück. Jetzt will ich wissen, was das Geheimnis ist, was wir hier gerade lüften. Ich hatte gehofft, Abigail wäre bei dir. Sie ist unterwegs. Hallo, Tante. Oh, es ist so lange her. Lass dich ansehen. Immer noch die kurzen Haare. Tante, wir haben was auf Omas Karte gefunden. Deine Frisur könnte übrigens auch besser sein, wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht aus wie Jungs auf der Jagd nach... Tante, bitte. Warum wollte Oma, dass ich die Karte kriege? Ich hab's verdient. Erinnerst du dich an die Geschichten deiner Oma, als du noch ein Kind warst? Über einen geheimen, magischen Ort, den deine Vorfahren gebaut haben. Ja, aber ich wurde groß und sie alt. Und es ist nichts Magisches passiert.
Aber sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Du hältst es in der Hand. Warum jetzt? Ich bin nur die Wächterin der Karte. Ihren Zweck zu entdecken, ist deine Aufgabe. Abby, ich bin sicher, was auch auf der Karte ist, es führt zu dem versteckten Ort und deinen Antworten. Hoffentlich. Na gut, sehen wir es uns an. Wenn wir eins der Fragmente auf die Karte legen, wo wir es gefunden haben, so... Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es steht für die drei Ebenen der Existenz. Die obere Welt, die Mittelwelt, das ist unsere, und die Unterwelt. Es steht auch für alles, was uns menschlich macht. Die Fähigkeit zu lieben, zu handeln, Weisheit zu erlangen. Aber wenn ich mich recht erinnere, repräsentiert das Zentrum des Chakana Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs. Im Kontext der Karte sind wir davon hunderte von Meilen entfernt. Es gibt viele Interpretationen des Chakana. Cusco, ein Portal von einer Welt in die nächste. Man nennt es auch das Auge Gottes. Ein Wächter, der uns alle schützt. Und wonach suchen wir dann? Das muss doch irgendwo hinführen, oder? Sehen wir es uns näher an. Da muss etwas sein, das wir übersehen. Irgendwas. Da! Ich dachte zuerst, es sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Maya? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind Inkas. Was bedeutet sie? Hail, das bedeutet Wahrheit. Wahrheit? Worüber? Ich weiß es nicht. Sagt dir dieser Ort auf der Karte irgendwas? Oma und ich saßen dort, wenn sie mir Geschichten über den versteckten Ort erzählte. Vielleicht findest du dort deine Antworten. Bist du bereit? Behalte die Karte. Wir treffen uns dort. Manchmal wird der Gesichtsausdruck auch schon ein bisschen seltsam, oder? Die Teile kommen mir bekannt vor. Aber erkennen werde ich erst etwas, wenn ich alle zusammensetze. Ach komm, das hat die letzten Male auch geklappt. Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es gibt viele Interpretationen, was es bedeutet, die sogar bei den Inkas selbst umstritten sind. Aber es bleibt in jedem Fall ein äußerst wichtiges Symbol. Okay, cool. Da muss etwas anders übersehen. Irgendetwas. Da. Ich dachte zuerst, das sei ein kleiner Fleck. Aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Sie bedeutet Wahrheit. War mir gar nicht aufgefallen, das war... Na, so, okay, gut. Wo ist das? Das hat das Spiel mir offenbar noch nicht offenbart. Ja, jetzt schon. Schon mal in die Richtung auf. Ach, guckt mal! Kommen wir jetzt in die Krypta, wo ich sowieso als nächstes hin wollte. Das ist natürlich... Geht es da überhaupt lang? Da geht es gar nicht lang. Hallo. Sind da hier hinten lang? Das ist voll.
Bin ich ja mal echt gespannt.